In diesem Video will ich Ihnen zeigen, wie das 3D-Fenster mit Kameras funktioniert. Ich habe ein einfaches Objekt gebaut mit Schlagschatten. Das ist mit dem Morph-Werkzeug entstanden. Das Erste, was auffällt, ist, dass wir einen farbigen Himmel und einen farbigen Boden haben. Das liegt daran, dass ich das 3D-Fenster entsprechend eingestellt habe. Das geht über 3D-Darstellungsmodus 3D-Fenstereinstellungen. Hintergrundfarbe wie Fotorealistik. Dokumentation, Rendering, Animation etc., Fotorealistik-Einstellungen, und dort können Sie dann Farben einstellen für oben und unten, also für Himmel und Boden, wenn Sie hier bei Hintergrund Farben gewählt haben. So, das habe ich dann als Template gespeichert, da komme ich noch am Ende zu. Jetzt aber zunächst einmal, warum mache ich das? Ich mache das deswegen, weil ich arbeite immer in 3D, in Archicad logischerweise. Archicad ist ein BIM-Programm. Wir wollen immer ein Modell bauen. Wir wollen alles aus diesem Modell ableiten. Deswegen ist die 3D-Darstellung und das 3D-Fenster besonders wichtig als Arbeitsumgebung. Und ich persönlich finde es jetzt eigentlich ganz praktisch, dass das 3D-Fenster sich dadurch unterscheidet von anderen Fenstern, dass es eben diese Farben hat. Hier haben wir das Grundrissfenster, hier haben wir das 3D-Fenster. Das 3D-Fenster ist farbig. Ob das die richtigen Farben sind oder ob das Ihre Farben sind, das ist völlig, jetzt lasse ich mal offen. Jetzt habe ich mal diese Farben gewählt und wie gesagt, man kann das dann so speichern, dass es immer so aussieht. Man kann es natürlich auch jederzeit ändern. Jetzt zunächst mal, ich habe eine eigene kleine Symbolleiste gemacht. Nicht, dass Sie sich wundern oder dass ihr euch wundert, Entschuldigung, dass die Symbolleiste sonst nicht zu finden ist. Die habe ich, wenn man mein zweites Video zum Thema Arbeitsumgebung anschaut, habe ich die aus den, da kann man das nochmal besser nachvollziehen. Ich habe hier eine Symbolleiste genommen, die heißt 3D-Visualisierung. In dem, also das ist eine vorhandene, und habe die dann über diese Optionen hier dupliziert. Habe der einen neuen Namen gegeben, und zwar den Namen HS, Horst Sondermann, minus 3D-View 20. Also das ist sozusagen meine persönliche 3D-View-Palette. Und die habe ich dann so ein bisschen bereinigt. Da habe ich nur noch das drin gelassen, was ich haben möchte, beziehungsweise Sachen reingenommen, die ich unbedingt haben wollte. Wie zum Beispiel hier die Unterscheidung der beiden grundsätzlichen Darstellungsmöglichkeiten im 3D-Fenster, vektorielle 3D-Engine und OpenGL 3D-Engine. Komme ich auch vielleicht noch zu. Also jedenfalls habe ich die jetzt und habe die dann mit diesen bekannten Tricks in meine Arbeitsumgebung eingefügt. Ich mache die jetzt auch wieder da oben hin. Und da gibt es jetzt ein paar zentrale Befehle, die ich Ihnen jetzt der Reihe nach vorstellen will. Denn die Navigation im 3D-Fenster ist natürlich besonders wichtig. Und eines der wichtigsten Dinge ist meiner Meinung nach, dass man Kamerastandpunkte definiert, die dann reproduzierbar immer wieder die gleichen Ansichten oder eben ja, perspektivischen Ansichten auf das Modell ermöglichen. Das läuft jetzt so, ich lege jetzt erstmal los, also ganz normaler Workflow. Ich hätte hier schon so ein Modell und navigiere hier so ein bisschen rum, das ist also ein bisschen zu weit weg. Und jetzt habe ich irgendwann mal eine Perspektive, die ich ganz schön finde. Ich kann ja mit dem gedrückten Mausrad die Kamera so hin und her pannen und kann dann, wenn ich gleichzeitig die Shift-Taste drücke, das dann so drehen. Und jetzt steht die da, jetzt steht das Haus da so mehr oder weniger okay. Es ist ein bisschen schief alles, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Und jetzt kommt der erste Trick. Ich gehe hier oben auf diesen kleinen, auf dieses kleine Dropdown-Menü, 3D-Animationsbefehle, eine Kamera in Route einfügen. Damit platziere ich eine Kamera, die mir diese gleiche Sicht liefert, wie das, was ich gerade in meinem 3D-Fenster sehe. Zup, es passiert erstmal nichts Besonderes, weil die Kamera ja, wie gesagt, das Gleiche zeigt. Hier ist jetzt im Navigator, das ist eine Übersicht aller Zeichnungen und entsprechenden abgeleiteten Darstellungen in Archicad. Dort ist jetzt eine Liste von allem Möglichen, was wir hier in unserem Dokument drin haben. Ich klappe mal alles ein, was nicht von Belang ist, also Geschosse, das lässt sich leider nicht einklappen. Hier habe ich das 3D-Menü oder den 3D-Bereich, und da gibt es hier eine sogenannte Animationsroute. Das ist so eine Art Ordner für Kameras, und da sehe ich jetzt, dass eine Kamera eingefügt wurde. Ich mache das nochmal kurz rückgängig. Jetzt ist die Kamera wieder weg. Wenn ich jetzt diesen gleichen Befehl nochmal wähle, dann sehen Sie jetzt, wie da unten zupp, diese Kamera erscheint. Diese Kamera kann ich jetzt verwenden, um immer wieder darauf zuzugreifen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier navigiere und habe das mir irgendwie verstellt, dann brauche ich nur da doppelt draufklicken, dann habe ich sie wieder. Okay? Es gibt auch die Möglichkeit hier oben, das ist eigentlich auch sehr schlau, da kann man auch drauf gehen, und dann sehen Sie auf einmal fünf Befehle, da war vorher nur einer. Weil es noch keine Kameras gab, gab es nur den Befehl eine Kamera einfügen in dieser Route. Jetzt habe ich fünf Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Zum Beispiel kann ich sagen, zur vorherigen, zur nächsten Kamera gehen. Sicht auf markierte Kamera übertragen, das würde bedeuten, Kamera 1 würde abgedatet mit der neuen Darstellung, will ich aber nicht.
Und jetzt möchte ich gerne, dass eine neue Kamera nach der aktivierten eingefügt wird. Das könnte ich machen. Ja, ich hätte jetzt sozusagen eine zweite Kamera und die würde mir dann diese Position zeigen, Kamera 2. Wenn ich jetzt auf Kamera 1 doppelklicke, komme ich wieder zu der ersten. Wenn ich auf Kamera 2 klicke, komme ich zu dieser zweiten. Jetzt ist diese zweite Kamera nicht besonders toll, die lösche ich also wieder. Kamera löschen, rechte Maustaste und weg ist sie. Ja, ich kann jetzt wieder da draufklicken und dann sehe ich die. Bleiben wir erstmal bei dieser einen Kamera. Diese eine Kamera ist jetzt noch nicht optimal ausgerichtet. Es gibt hier mehrere Buttons in meiner Symbolleiste, die ich jetzt benutzen kann, um meine Perspektive besonders optimal auszurichten. Zunächst mal, der wichtigste ist hier horizontale Sicht. Die Kamera steht im Moment, die Kamera ist im Moment geneigt, das heißt so leicht nach oben. Deswegen, Entschuldigung, nach unten, deswegen laufen die Vertikalen unten auch zusammen, wenn ich sie verlängern würde. Wenn ich diesen Button hier klicke, dann wird das begradigt, die Kamera wird horizontal eingestellt und die Perspektive sieht so aus. Jetzt kann ich die wieder nach oben schieben mit gedrückter Maustaste und dann sieht es vielleicht noch mal ein bisschen dramatischer aus und so ist es jetzt gut. Und jetzt möchte ich gerne, dass diese Kamera 1, die jetzt ja eigentlich immer noch die alte ist, dass die upgedatet wird. Also wenn ich jetzt hier draufklicken würde, dann würde man wieder meine etwas unperfektere alte Kameraposition sehen. Ich möchte aber, dass jetzt die Kamera 1 diese neuen Einstellungen bekommt. Deswegen sage ich hier eine Sicht auf markierte Kamera übertragen. Ja? So, und jetzt ist Kamera 1 so eingestellt. Zu den Buttons hier oben, da gibt es noch mehr Sachen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, senkrecht auf eine angeklickte Fläche zu blicken. Ich habe jetzt hier den Button gewählt. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich eine Frontalperspektive. Diese Frontalperspektive zeigt mir die angeklickte Fläche maßstäblich, also in den Verhältnissen richtig dargestellt. Und ja, das ist eben eine klassische Frontalperspektive. Könnte sein, dass ich die mal so haben möchte. Ich kann das jetzt auch wieder zurückdrehen. Ich kann auch jetzt jederzeit wieder auf Kamera 1 klicken und dann habe ich wieder meine alte Perspektive. Das ist jetzt das Schöne. So, dann gibt es die Möglichkeit, diesen Kippwinkel zurücksetzen. Das ist eine Funktion, die brauche ich nur, wenn die Perspektive zur Seite gekippt ist. Das kann beim Navigieren passieren, ist jetzt aber hier nicht der Fall. Ich navigiere jetzt hier nochmal so ein bisschen anders. Ich mache jetzt mal so einen Klassiker hier. Das ist jetzt eine typische Darstellung, die der Laie erst einmal wählt oder die man überhaupt erst mal wählt, wenn man ein höheres Gebäude perspektivisch komplett überhaupt sehen kann. Das ist natürlich sehr unbefriedigend, dass da die Vertikalen erst recht konvergieren. Und jetzt gibt es hier noch einen zweiten Button. Also ich könnte das hier einstellen, horizontale Sicht, dann würde ich aber wieder nicht alles sehen von meinem Gebäude. Jetzt mache ich das wieder so wie gerade. Ich gebe es wieder so. Ja, so. Das ist jetzt also der Klassiker. Ich möchte alles sehen, leider ist dann aber alles schief. Wenn ich also auf Kippwinkel zurücksetzen, auf horizontale Sicht klicke, dann verschwindet der obere Teil aus dem Bild. Das war ja der Grund, warum ich die Kamera so geneigt habe, dass ich alles sehen kann. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, in Archicad 2-Punkt-Perspektive zu wählen. Das ist im Grunde eine Steigerung, also von dem da, also horizontale Sicht einerseits. Andererseits wird die Perspektive so verschoben in meinem Ausschnitt, dass ich dann oben alles sehe. Das ist eine sehr elegante Lösung, Perspektiven von höheren Häusern komplett zu sehen. Deswegen auch jetzt wieder der Befehl, eine neue Kamera nach der aktivierten einfügen. Damit bekomme ich jetzt eine zweite Kamera. Ich kann jetzt zwischen diesen Kameras hin und her schalten. Das eine ist Kamera 1, das andere ist Kamera 2. Und das ist auch gut so. Ich habe jetzt also zwei Kameras. Jetzt kann ich beliebig viele Kameras einfügen und kann dann entsprechend zwischen diesen Kameras hin und her schalten und damit auch quasi mein Gebäude von mehreren Ecken anschauen. Ich kann dann immer auf diese Befehle gehen, zur vorherigen Kamera gehen oder ich wechsle halt hier die Kameras in der Navigatorpalette. So, jetzt geht's weiter. Wie sieht das im Grundriss aus? Im Grundriss habe ich jetzt auf einmal lauter Kameras. Und das ist jetzt eine Sache, die stört natürlich. Ich habe jetzt hier die Kameras, die werden immer angezeigt, auch in jedem Geschoss. Und die gehen auch nicht auf Ebenen. Das heißt, ich kann sie also eigentlich erstmal über Ebenen nicht ausblenden oder loswerden. Vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Tricks. Ich aktiviere jetzt mal eine dieser Kameras und drücke jetzt den Befehl STRG 3. Das ist ja der Befehl, um das 3D-Fenster zu erreichen. Dann sehe ich immer automatisch die Perspektive von dieser Kamera. Wenn ich auf die andere Kamera gehe, nur nochmal so als Ergänzung, dann sehen Sie diese Kameraperspektive von dieser Kamera. Ja? So, das ist so das eine. Das hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte. Jetzt nehmen wir mal an, Sie hätten ganz viele Kamerapositionen. Dann ist das wirklich kein Spaß. Sie sehen im Grundriss lauter solche Dreiecke. Und es geht jetzt folgendermaßen, Sie können jetzt hier auf diesen Befehl, also wie werden Sie die los? Sie können jetzt hier auf diese neue Animationsroute klicken mit der rechten Maustaste und können sagen Route.
Und da können Sie sagen, Sie möchten in dieser Route, das ist im Grunde genommen, ist das die Ebene für Kameras, wenn man so will. Also könnte man es sehen. Also es ist so eine Art Überordner für alle Kameras, die Sie haben. Sie können auch mehrere dieser Ordner haben. Und da können Sie einstellen, dass Sie in der Grundrissdarstellung eben nichts sehen. Ja, das ist hier Grundrissdarstellung keine. So, weg sind Sie. Das heißt nicht, dass man sie nicht mehr benutzen kann. Im Gegenteil, was heißt im Gegenteil, die sind immer noch da. Ich kann jetzt hier draufklicken und habe immer noch meine Kameras, die ich auch benutzen kann. Die sind ja auch tatsächlich nicht weg. Ich habe sie nur ausgeblendet. Ja? Also, das ist sozusagen der Trick, Kameras in der Grundrissdarstellung auszublenden, weil sie da sonst ziemlich stark stören würden. Ich kann sie natürlich auch wieder einblenden. Also nur für den Fall, dass Sie da sehen wollen, wo die alle sind. Ja, kann ja sein, dass es Ihnen wichtig ist. Und ja, das ist eben der Trick. So, ich mache sie wieder weg. Ich will Ihnen jetzt noch mal ganz kurz zeigen, wo dieser wichtige Befehl eigentlich steckt. Ich habe festgestellt, dass man den nicht so leicht finden kann. Wenn Sie das Ansichtsmenü mal anschauen, die 3D-Navigation extra, da gibt es eine Kamera in Route einfügen. Das ist der Befehl, der sich da oben in diesem Menü verbirgt. Wenn ich aber da ist er, ne? Wenn ich da jetzt aber auf diese Arbeitsumgebung gehe und den suche, alle Befehle in alphabetischer Reihenfolge, dann finden Sie den hier nicht. Ja, den gibt es eigentlich nicht. Und wo man den dann findet, ist alle Menüs in alphabetischer Reihenfolge. Da können wir jetzt mal gucken. So, da 3D-Navigation extra. Und wenn ich das jetzt hier ein bisschen auseinanderziehe, das war ja der, dann sehen wir hier, da steht Animationskontrollen. Das ist so eine Art Blackbox. Und das ist dieses Menü, was ich da oben habe in meiner neuen Symbolleiste. Und weil ich mir nicht besser zu helfen wusste, und man sieht auch übrigens hier, dass die hier auch drin steckt, das ist hier an diesem kleinen Icon zu sehen, dass es sich um ein Menü handelt, 3D-Animationsbefehle, das ist das, was hier mit Animationskontrollen gemeint ist. Ich habe diese 3D-Visualisierungspalette genommen, habe die eben, wie ich eben schon sagte, dupliziert und habe dann dieses Ding einfach drin gelassen, habe die anderen Sachen, die ich nicht brauche, rausgenommen. Dann habe ich hier noch so ein paar Dinge, die ich Ihnen eben schon gezeigt habe. 3D-Fenstereinstellung, das habe ich ganz am Anfang hier über das Ansichtsmenü geholt. Das ist tatsächlich ein bisschen gut versteckt, deswegen, da ich das öfters brauche, ist das hier auch mit drin in meiner neuen Symbolpalette. Das ist ganz wichtig für die Fragen, was will ich eigentlich sehen in meinem 3D-Fenster. Dann gibt es hier Standort und Projektionsart, damit kann man Axonometrien und Perspektiven einstellen, also Parallel- und Zentralprojektionen. Das ist auch ein sehr wichtiges Fenster, das ist normalerweise dann hier irgendwo, da ist es, Standort und Projektionsart. Das sind die Fotorealistik-Einstellungen, die ich hier über Dokumentation, Rendering, Animation, Fotorealistik-Einstellungen hatte. Das hier ist Drahtgitter und Nicht-Drahtgitter. Und jetzt nochmal hier was dazu. Es gab früher nur eine Möglichkeit, sich eine 3D-Darstellung anzuschauen, das war die sogenannte vektorielle 3D-Engine. Die hat heutzutage den Nachteil, dass sie sehr ruckelig und schwer geht. Das war früher kein Thema, da war das auch die einzige, die es gab. Diese vektorielle 3D-Engine sieht jetzt ein bisschen grob aus und die würde man heute nicht mehr nehmen, weil OpenGL heutzutage auf den Computern mit den Grafikkarten schneller läuft. OpenGL funktioniert mittlerweile besser. Ich möchte es trotzdem behalten, weil Sie können aus einem 3D-Fenster tatsächlich grafische 3D-Darstellungen exportieren. Das geht nur in Archicad, ist was ganz Besonderes, würde ich auch in einem anderen Video mal zeigen. Ist eine uralte Funktion. Also nochmal, Sie können eine Perspektive wie diese hier als grafische Perspektive speichern, also als Vektorgrafik aus diesem 3D-Fenster und können Sie dann zum Beispiel in Illustrator verlustfrei skalieren und so weiter. Das ist wirklich ziemlich genial, inklusive der Schattenflächen übrigens. Also das gibt es nur in Archicad. In keinem anderen CAD-Programm, was ich kenne, gibt es das. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Alltag und deswegen ist es auch nicht standardmäßig eingestellt. Ich möchte es trotzdem da oben umschalten können. Warum hatte ich am Anfang beim Öffnen schon einen blauen Himmel und einen blauen Boden? Das ist ein Feature oder eine Einstellung des 3D-Fensters, hatte ich Ihnen ja gezeigt. Hintergrundfarbe wie Fotorealistik. Das ist keine programmweite Einstellung, die sich immer wieder zeigt, wenn ich das nicht ein neues Dokument öffne, sondern das ist eine Einstellung, die in der Datei gespeichert wird, in der ich gerade arbeite. Und wenn ich etwas immer wieder haben möchte, in jeder neuen Datei, die ich öffne, in jedem neuen Projekt, wie es bei Archicad so schön heißt, dann muss ich diese Datei, in der ich sowas geändert habe, als Template speichern. Ich zeige Ihnen kurz, wie das funktioniert. Das geht hier unter Sichern als.
Jetzt möchte ich das zwar nicht sichern, aber nur, dass Sie das wissen. Da steht hier Archicad Projektvorlage. Solo-Projekt ist die Standardeinstellung. Projektvorlage ist ein sogenanntes Template. Template bedeutet, das können Sie beim Starten aufrufen und dann von Archicad und dann bekommen Sie sozusagen ein Dokument mit den von Ihnen gewählten Voreinstellungen. Diese Template-Funktion oder dieser Template-Gedanke ist ein sehr mächtiger, spielt in der BIM-Planung eine Riesenrolle. Und dieses kleine bisschen, was ich hier eingestellt habe, dass nämlich der Himmel blau und der Boden braun ist, das bekommen Sie auf diese Weise mitgeliefert. Und ich zeige Ihnen noch etwas. Ich öffne mal ein neues Projekt. Das zeige ich Ihnen noch kurz. Vorlage verwenden, HSTPL. Das ist meine Vorlage, die ich mir gespeichert habe. Nein, das möchte ich jetzt nicht sichern. Und wenn Sie das jetzt machen, dann wird es neu geöffnet. Erstens ist das mein 3D-Fenster, ja, mit diesen schönen Farben. Das hat auch eine sehr coole Perspektivität. Die habe ich mir vorher schon eingestellt. Was auch dabei gespeichert wird, ist das erste Werkzeug, was Sie sehen möchten. Und das erste Werkzeug, was ich sehe, ist das Morph-Werkzeug, weil das ist das Werkzeug, mit dem Sie am schnellsten ein kleines Massenmodell bauen können. Und es hat sogar die Geometriemethode Quader voreingestellt. Das sind also alles Dinge, die kann ich einmal festlegen. Und wenn ich es dann als Template speichere, bekomme ich genau das zu sehen, wenn ich ein neues Projekt in Archicad anlege. Das wollte ich Ihnen noch kurz zeigen. Das Template, erster Schritt sozusagen. Was sehen wir? Wir sehen das 3D-Fenster, wir sehen nicht das Grundrissfenster, es gibt Farben im 3D-Fenster und es ist ein bestimmtes Werkzeug aktiv in einer bestimmten Geometriemethode.